Ja, hallo, wir haben wieder den nächsten Tag, sind natürlich immer noch in Oberstaufen, hier bei Pius Vögel in seinem Tontherapiezentrum Primosona. Und wir werden euch heute wieder etwas Wissenswertes herüberbringen, was natürlich auch über die Klangtherapie zu erfahren ist, mit der Klangliege. Und da hat Pius Vögel etwas sehr Gutes entwickelt. Ja, ich könnte auch fast sagen, du hast daran geforscht, eine Forschung betrieben, Pius, was wirklich dich dann dahin gebracht hat, auch mit den Chakren zu arbeiten. Ja, und zwar wissen wir ja, dass die Chakren, das heißt ja Rad. Ja. Und das Rad hat eine Aufteilung und diese Aufteilungen sind die Speichen. Und dementsprechend, wie viel Speichen so ein Rad hat, wird es eben dem oder jenem Chakra zugeordnet. Ja. Und das fängt eben an mit dem Chakra, dem Wurzelchakra, das 4 Speichen hat. Ja. Und mir ist es gelungen, aus der Speichenzahl den Ton zu errechnen für das, was das Chakra anregt. Ja, das ist schon mal sehr gut, dass du das jetzt so erklärst. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Speichenanzahl, wir haben ja gesehen, das geht sogar bis 972 Speichen, da kommen wir natürlich gleich noch drauf zu sprechen. Und da den Ton raus zu errechnen, kann man so sagen, ja, errechnen, das ist natürlich etwas, dass die Schwingung dann dementsprechend auch stimmig ist. Ja, nachdem ja alles, was existiert, schwingt und man kann ja sogar den Ton vom Jahr ausrechnen und den Ton vom Tage ausrechnen. Der Ton vom Tage, das ist das G, ziemlich nah an G von unserer Oktave. Wie rechnet man so etwas aus? Ja, die Schwingung bezieht sich ja immer auf die Sekunde. Ja. Und jetzt muss ich vom Tage ausrechnen, wie viele Sekunden hat ein Tag. Und das sind genau 86.400 Sekunden. Und wenn ich jetzt dann eben die 1 für die eine Umdrehung der Erde geteilt durch diese Sekundenzahlen, dann kommt eben 0,000126 und so weiter kommt raus. Aber mit dieser Zahl kann ich ja eigentlich nichts anfangen, weil ja die Schwingung so nieder ist, wie es eigentlich kein Mensch oder niemand hören kann. Aber ich habe die Möglichkeit, dass ich das jetzt oktaviere. Oktavieren heißt immer die doppelte Schwingung nehmen. Und dann komme ich ungefähr in der 20. Oktave ins Hörbereich. Und da ist es dann vom Tage das G, der Ton G. Und dem Ton G, der entspricht ja eigentlich auch dem Feuerelement. Ja. Und das ist natürlich sehr logisch, weil bei uns ja in jeder Sekunde muss ja ein Verbrennungsakt ablaufen, weil ohne Verbrennung kann ich ja nicht leben. Weil in allen Zellen ist ja die Verbrennung da. Und dadurch brauchen wir ja auch den vielen Sauerstoff, was wir atmen. Das hilft auch für diese Verbrennung. Und so kann ich da eben auf dieser Basis dann genau den Ton errechnen. Und wie ich auf die Chakren gekommen bin mit dem richtigen Ton, diese Formel, die werde ich natürlich jetzt nicht preisgeben. Richtig. Aber ich habe das mit Blindversuchen bei Menschen gemacht, die davor eigentlich keine Ahnung hatten. Und die haben mir dann die Bestätigung gebracht, dass eben das so funktioniert und somit habe ich eigentlich genau gewusst, dass es stimmt. Also dass das entsprechende Chakra auch dann angesprochen wurde. Ja. Sehr, sehr gut. Ja. Also ich habe auch gesehen oder gelesen bei dir, du hast natürlich auch mit Tieren gearbeitet, zum Beispiel mit einem Pferd. Ja, ich habe eine Tierheilpraktikerin, die war auch an meiner Therapie interessiert. Die hat allerdings jetzt keinen Klangstuhl gekauft, weil sie schon etwas experimentiert hat mit Lautsprechern bei ihren Tieren und mit Klängen. Aber die wollte dann eben mein Klangsystem erwerben. Und der habe ich dann die Ausnahme gemacht und habe das dann der eben diese CDs mit dem Verstärker und der Tabellen alles dann zur Verfügung verkauft. Ja, und die hat ja einen Reiterhof in der Nähe und Pferde sind ja öfter krank, wie man glaubt,
weil das normalerweise große, starke Tiere sind. Mhm. Aber die brauchen oft die medizinische Betreuung. Und hier habe ich dann die Gelegenheit gehabt, auch bei Tieren sozusagen mir die Bestätigung zu erhalten, dass eben diese Tonzuordnungen alle funktionieren, ja, und richtig sind. Ja, ich hatte auch gelesen, dass da ein Tier bei war, ein Pferd, was sich überhaupt nicht reiten lassen wollte und aus irgendwelchen Gründen, vielleicht hat es auch Ängste gehabt oder wie auch immer, war sehr nervös. Ja. Und nach dieser Klangsitzung war es wirklich ganz lammfromm. Ja, das war das Tier, da hat sie allerdings zuvor noch alle 12 Töne ausprobiert, der Oktave, ja, und das Pferd hat auf keinen Ton angesprochen, ja, und es war immer nervös und konnte eigentlich von keinem richtig gut geritten werden. Mhm. Und dann dachte sie, so, jetzt probiert sie es aus mit der Chakra-Sitzung. Mhm. Dann hat sie dem Pferd die Chakra-Sitzung gegeben und es war fromm wie ein Lamm. Toll. Und es hat dann allerdings nur so 6-7 Tage gehalten, dann wurde es wieder nervös. Aber dann nach einer erneuten Chakra-Sitzung war wieder der fromme Zustand vom Pferd da. Dann ist es wahrscheinlich auch, sind genau die Chakren angesprochen worden. Ja, ja. Sehr gut, und es zeigt dir ja auch eigentlich, dass alles Energie braucht, auch die Chakren. Und man kann es dem Pferd ja nicht einreden, ne? Du bekommst hören. Da gibt's und jetzt bist du wieder lieb, ne? Genau. Das geht natürlich nicht. Ja, ich finde, das ist schon ein guter Beweis auch, inwieweit wir also ja diese Schwingungen aufnehmen. Wir bestehen ja auch aus Energie und Schwingung. Das ist ja das Schöne. Und ich weiß, dass natürlich diejenigen, die sich das anschauen hier und die Hörer auch und die Zuschauer, dass natürlich auch da ganz viel Wissensdurst hintersteckt. Was mag sich dahinter alles verbergen? Ja. Und wenn wir jetzt vielleicht noch mal genauer auf die Chakren eingehen. Gerne. Ja. Also das Wurzelchakra hat ja 4 Speichen. Und da bin ich drauf gekommen durch meine Rechenformel, dass das eigentlich dem Erdelement zugeordnet ist. Ja. Und das Erdelement, das ist ja eigentlich grün, weil die Erdfarbe ist ja grün. Mhm. Und es klingt ja auch logisch, weil es heißt ja Wurzelchakra. Mhm. Und wohin gehören die Wurzeln? In die Erde. Mhm. Ja, und wenn wir jetzt dann zum zweiten Chakra gehen, das ist das Milzpankreas-Chakra, das hat 6 Speichen. Und Milzpankreas, da läuft ja bei der Funktion ein Prozess ab. Und jeder Prozess braucht ja auch Sauerstoff. Und da ist eben der Prozess, ist ja auch dem Feuerelement untergestellt. Also wäre da dann auch die Farbe zum Beispiel rot. Mhm. Und dann kommen wir zum Solarchakra. Das Solarchakra hat ja 10 Speichen. Und das entspricht wiederum dem Wasserelement. Also den fließenden Charakter. Ja. Und dann, wenn wir weiter nach oben gehen, da kommt dann das Herzchakra. Das Herzchakra, das hat ja 12 Speichen. Warum? Weil ja im Herz, da ist ja wieder die Arbeit, weil das Herz muss ja pumpen. Genau, genau. Und somit ist ja da auch eine Verbrennung. Mhm. Also automatisch ist das wiederum dem Feuerelement zugeordnet. Ja. Und dann kommt das Halschakra, und das heißt ja ein Halschakra und nicht Schilddrüsenchakra. Genau. Und der Hals ist ja eigentlich nichts anderes als wie was Mechanisches, was den Kopf und den Rumpf verbindet. Also, und das Mechanische ist ja wieder dem Erdelement zugeordnet. Ja. Und wenn wir jetzt dann zum Stirnchakra gehen, das mit den 96 Speichen, das ist wiederum dem Feuerelement zugeordnet. Hier oben, ja. Ja. Und warum dem Feuerelement? Ja, auch weil ja eigentlich der Körper ja fast 30% des Sauerstoffs, was er aufnimmt, im Gehirn verbraucht. Ah, ja, ja. Mhm. Und wo Sauerstoff verbraucht wird, ist ja Feuer. Mhm. Automatisch. Mhm. Und dann kommen wir zum letzten Chakra, das mit den 972 Speichen, das ist das Scheitelchakra oder
Ja, Scheitelchakra, allgemein bekannt, ja. Oder Kronenchakra. Oder Kronenchakra, auch, ja. Ja, genau. Und das entspricht dem Luftelement. Und wenn wir jetzt diese Klänge auf dem Klavier oder auf einem Instrument anschlagen, dann können wir sagen, dass dann der C-Dur-Septim-Akkord rauskommt. Mhm. Weil das Luftelement, das klingt dann ein bisschen schief. Man meint, es passt dann nicht genau zu den anderen Klängen, weil ja die dann im reinen Dur-Klang sind. Mhm. Aber das ist dann sozusagen dann der C-Dur-Septim-Akkord von dem Ganzen. Wie lange läuft so eine Chakra-Klangtherapie? Also bei dieser CD, da bin ich davon ausgegangen, dass so alle 30 Sekunden dann ein Chakra dazugenommen wird. Das heißt, es beginnt mit dem Wurzelchakra. Ah, Wurzel und dann. Ja, und nach dem. Und dann kommt der Aufbau. Nach 30 Sekunden kommt das Milzpankreas, dann das Solarchakra. Und wieder so nach 30 Sekunden immer wieder kommt das nächste Chakra. Ja. Und wenn dann alle Chakra im Klang vorhanden sind, dann wird auch die Intensität etwas erhöht. Ah ja. Also gestärkt. Mhm. Und dann bleibt es ungefähr so 16, 17 Minuten auf dem Niveau. Und dann gehe ich wieder zurück in der Intensität und wieder von oben nach unten schleiche ich dann langsam wieder raus. Und gehe dann mit dem letzten Chakra, das blende ich dann aus. Das hört sich wirklich super gut an. Also ich würde schon fast vorschlagen, vielleicht können wir einmal kurz reinschnüffeln. Nicht ganz so lang machen, stelle mich mal wieder zur Verfügung, gerne sogar. Und wir horchen einfach mal in die Klänge rein, damit sich auch der Zuschauer ein Bild machen kann oder eine Vorstellung hat oder mal reinfühlt. Was tut sich da? Weil ich finde das so interessant. Mhm. Ja, und ganz wichtig. Sollen wir mal machen? Ja, das können wir.